Hallo Freunde, ich grüße euch. Regionalliga-Zeit, OWL. Ich glaube, die siebte Runde war es jetzt schon. Ja, wir gucken mal eben kurz auf die Tabelle, nämlich, dass wir auf Platz 9 stehen. Ja, ist zwar alles relativ eng beisammen, aber wir haben gegen Platz 7 gespielt, gegen Reda SV. Ja, da hilft nur ein Sieg. Wäre zumindest schön. Genau, so. Tabelle wieder ausblenden. Alles klar, ich zeige euch die Partie und ich zeige euch natürlich erstmal meine Gedanken während der Partie und im Anschluss, im Schnellverfahren quasi einmal die Engine anschmeißen und die Partie durchspielen. Ihr könnt dann die Bewertung sehen, wo die Ausschläge sind und so. So machen wir es und jetzt fangen wir an. Viel Spaß! Und damit herzlich willkommen beim Schachstrategen. Schön, dass du dabei bist. Ich hatte die weißen Steine. Auswärts am Brett 1 hat man ja weiß. Und ich habe E2, E4 gespielt. Und es kam die sizilianische Verteidigung aufs Brett. Und ich habe mich in letzter Zeit ein bisschen mit diesem C2, C3, dem Alapin, beschäftigt. Ein paar Videos geguckt, ja, und ein paar Fallen, Tricks und so weiter zusammengestellt. Da wird ja demnächst auf meinem Zweitkanal so eine Übersicht kommen, so ein Guide. Und. Gut, aber ich kenne meinen Gegner nicht und habe auch nicht wirklich viel gefunden zu ihm. Ja, deswegen musste ich mal warten, was mich hier erwartet. F6 ist eine der Hauptzüge. Ja. D5 ist so der zweite Hauptzug. Aber Springer F6, völlig in Ordnung. E5, Springer D5. Jetzt habe ich erst Springer F3 entwickelt, okay. Und jetzt ja, gibt es hier Springer C6 und E6 und D6 und was nicht alles gibt, ja. Mein Gegner hat D6 gespielt und jetzt wusste ich nur noch eins, dass man hier einen Schach geben kann und ich wusste, also die Idee oder naja, was heißt Idee, gucken wir mal eben eine Variante, wenn ich kann auch direkt Läufer C4 spielen, dann würde Schwarz mit Springer B6 diesen Läufer wieder angreifen, vertreiben. Hier gibt es jetzt natürlich auch noch Dutzende von Ideen, ja, ob C4 oder Springer C6 und was nicht alles gibt, ja, D5 oder und so weiter. Wäre eine eigene Variante in dem Sinne. Wir gehen wieder in unsere Partie zurück. Ich wusste, dass man hier auch Läufer B5 Schach spielen kann. Die Idee ist, erst den Läufer nach D7 zu locken quasi und jetzt Läufer C4 zu spielen. Und jetzt bin ich mehr oder weniger aus dem Buch raus, denn ich weiß nur, dass, guck mal eben, wenn Schwarz hier mit Springer B6 spielt, jetzt analog zur Hauptvariante. Und dann sehen wir jetzt mal eben, warum die Einschaltung dieses Läufer D7 für Schwarz kritisch ist. Nämlich, Weiß könnte hier auf F7 reinschlagen. Und dann mit E6 diese Gabel geben. Und weil dieser Läufer auf D7 steht, ist es halt mit Tempo und jetzt ja, es ist letzten Endes auch egal, welche Figur schlägt. Am Ende kommt hier so ein Schach und dann versucht man den König zu jagen mit Dame F3. Da gibt es einige Fallstricke, die Schwarz hier umgehen muss. Und objektiv kann er Remis oder Ausgleich halten. Aber er muss halt ein paar Fallstricke umschiffen. Ne? Und dann wollte ich mal ausprobieren. Und wir gucken uns in der Partie. Es kam aber nicht Springer B6, sondern es kam E7, E6. Ja, und jetzt bin ich halt quasi aus dem Buch raus. Ne? Ich weiß natürlich, dass man hier mit D2, D4 noch spielen kann, weil das ist ja die Hauptidee von C2, C3. Also dachte ich mir, mache ich das mal, falls Schwarz hier auf E5 schlägt, dann schlage ich mit dem Bauern zurück. Oder ja, wahrscheinlich in dem Fall sogar mit dem Bauern zurück, um hier einen Vorposten zu behalten. Schwarz tauscht einmal auf D4, okay, tausche ich zurück. Und Läufer C6. Und damit mit diesem Zug, das war sozusagen der letzte Buchzug meines Gegners. Mehr oder weniger. Er wusste halt nur, dass Läufer C6 zu Ausgleich führen soll. Ja, und dann muss er mal weiter gucken, wie es weitergeht. Ja. So, wir sind also jetzt mehr oder weniger aus dem Buch. Bis hierhin haben wir auch beide relativ schnell gespielt. Ich habe mal die Rochade gemacht. Das ist sicherlich nicht verkehrt. Läufer E7 bereitet auch die Rochade vor. Ich spiele Springer C3. Natürlich ist das Entwicklungsfeld für den Springer. Er tauscht auf C3. Und jetzt
Ja, jetzt muss er zumindest eine praktische Entscheidung treffen. Diese Stellung hier war jetzt die erste, wo er ein bisschen nachgedacht hat. Er muss jetzt so ein bisschen halt überlegen. Tauscht er hier auf E5, dann kommt mein Springer hier schön auf dieses Vorpostenfeld, ja? Tauscht er hier diesen Läufer ab? Ja, dann steht meine Dame natürlich super, ja? Richtung B7 guckend. Kann dann vielleicht mal mit Turm D1 auch hier irgendwas machen. Hätte ich das Läuferpaar, da kann ich sicherlich ein bisschen mitarbeiten, ja? Auch wenn Schwarz mit D5 dann die Stellung geschlossen halten könnte, dann geht der Läufer halt hier hin, vielleicht kriege ich einen Königsangriff hin. Ja, oder irgendwie ganz was anderes machen, ja? Den Springer vielleicht nach D7 entwickeln oder so. Das unterbricht natürlich so ein bisschen die D-Linie für die Dame und sieht alles ein bisschen, ja, so richtig weiß man es halt nicht. Deswegen hat er erstmal rochiert. Und ich habe Läufer F4 gespielt und jetzt haben wir die gleiche Problematik wie vorher. Nur, dass das jetzt Springer D7 natürlich nicht mehr geht, weil der D6 einfach hängt. Und ja, hier hat mein Gegner jetzt auf E5 geschlagen. Ich schlage mit dem Springer zurück. Guck mal, jetzt macht mit dem Bauernschlagen nicht mehr ganz so viel Sinn, weil Schwarz die Dame tauschen könnte. Vor diesem Doppelbauern habe ich relativ wenig Angst gehabt. Ich habe immerhin das Läuferpaar. Ist natürlich alles nicht viel in dem Sinne, aber dafür ist meine Struktur also mal völlig im Eimer sozusagen. Ne? Ja, ich hatte so gehofft, dass ich hier vielleicht noch einen klitzekleinen Vorteil irgendwie rausarbeiten kann. Aber es wäre natürlich nicht viel gewesen. Ne? Aber er muss natürlich auch nicht mal hier schlagen. Er kann auch einfach entwickeln. Geht auch. Und dann versuchen, über die C-Linie Druck zu machen auf meinen C-Komplex hier. Ja? Und ja, deswegen dachte ich mir, das will ich eigentlich gar nicht spielen. Und deswegen habe ich hier an der Stelle dann mit dem Springer geschlagen. Ja, und jetzt muss sich Schwarz natürlich so ein bisschen entscheiden, ja. Er muss den Springer noch entwickeln. Will er denn diesen Abtausch hier zulassen? In der Partie kam Springer D7. Wir gucken noch mal eben ganz kurz, wenn jetzt zum Beispiel so ein Zug wie Läufer D5 kommt, dann würde ich hier diesen Läufer tatsächlich auch zurückziehen. Der steht hier auf dieser Diagonale, interessant. Vielleicht kommt die Dame mal rüber. Vor allem kann ich aber auch irgendwann mal C4 spielen, ja, und nochmal hier ein Tempo gewinnen. Ja, vielleicht mal mit Turm B1 irgendwas gucken. Also irgendwie den Turm über hier irgendwie Richtung Angriff. Also da hatte ich da noch genügend Figuren auf dem Brett, um potenziellen Angriff starten zu können. In der Partie folgte Springer D7. Und jetzt musste ich ja mich entscheiden quasi. Will ich diesen Springer gegen den Springer tauschen? Ah, das ist natürlich sehr anspruchslos. Ich habe natürlich die Möglichkeiten hier auf C6 zu schlagen, was ich am Ende auch gemacht habe. Ich habe zwischendurch mal kurz überlegt, was ist eigentlich mit diesem Opfer hier? Ja, wenn jetzt hier so, dann mit dem Läufer schlagen, dann kriege ich hier schon ein bisschen Material zurück. Vielleicht kann ich mit der Dame noch nach B3 kommen, nochmal D5, D6 hinterher schieben. Ja, das sah da sehr, sehr interessant aus, zumindest. Problem ist, er kann natürlich auch mit dem König schlagen. Jetzt würde ich auf Dame E2 Geschichten, hätte er immer Läufer D5, was den E6 deckt. Ja, und auf Schachgebote geht er wahrscheinlich einfach zurück. Klar, ich kriege diesen Bauern hier. Aber. Ich habe eine Figur geopfert für zwei Bauern. Ja, so richtig geht es auch nicht weiter. Läufer F5 vielleicht. Ja, kann immer Springer F6 kommen. Der Läufer kann hier nach D5 danach. Und hier habe ich nicht so richtig gesehen, ob ich wirklich einen Angriff habe. Zumal natürlich auch hier der F4 immer mit Tempo hängt. Es war mir alles zu dünn sozusagen. Und das war mir, ja, ich denke, nee, das reicht alles nicht. Und deswegen habe ich am Ende des Tages dann hier auf C6 geschlagen. Ich dachte mir, okay, jetzt haben wir hier eine kleine Schwäche. Ich habe das Läuferpaar. Mal schauen, ob hier irgendwie irgendwas rauszuholen ist. Habe hier so ein bisschen reingeguckt.
und mich für Läufer A6 entschieden, denn der alte Indianertrick mit Läufer B7, dass hier auf der Turm keine Felder mehr hat, ja? Weil der andere Läufer ja auch noch da wirkt. Und das ist natürlich so die Hauptidee. Es kam Dame A5. Wenn er mit Dame B6 spielt, ja, was den hier auch angreift, dann habe ich halt immer noch die Zusatzoption mit Dame A4, den zu decken. Auch den C6 im Auge zu haben, aber vor allem auch hier mit dem Turm dann auf die B zu kommen. Und die Dame steht auf B6 nicht so gut, weil der Springer nicht mehr dahin kommt. Und selbst so hier, ja, da stehe ich einfach sehr, sehr angenehm. Komm hier mit Dame oder Turm hier auf B7, mit Läufer oder Turm da oben vielleicht rein. Da habe ich vielleicht ein bisschen was und ja, denke, vielleicht geht da was. Zumal, ja, wenn er jetzt hier irgendwie wegzieht, habe ich sogar die Option so und den. Und dann dachte ich, die Dame wäre gefangen. Und aber die Dame hat noch A3 als Feld. Ich meine, ich kriege natürlich C6 zurück, ja. Aber der geplante Damenfang hätte auch nicht ganz geklappt. Vielleicht kann man das noch verbessern mit Turm B3 und hier. Die Dame hat hier nicht mehr viele Felder, ne? Deswegen, vielleicht wäre das noch zu verbessern gewesen. Aber das war so erstmal mein erster Gedanke während der Partie. Aber ich war mir auch sicher, dass mein Gegner Dame A5 spielt, einfach um den C3 im Blick zu haben. Ich spiele Läufer B7, greife den Bauern an, greife den Turm an. Der geht nach D8. So, und jetzt habe ich hier aber mal so richtig reingeguckt, weil ihr kennt das vielleicht. Manchmal hat man so das Gefühl, jetzt oder nie, so ungefähr. Ja, entweder geht was oder vielleicht kriege ich mit dem Läuferpaar irgendwie einen kleinen Vorteil hin. Mein Bauer hängt aber auch. Und also jetzt war ich mir relativ sicher, jetzt muss ich irgendwie einen genauen machen oder 2-3 genaue machen. Das sagt einem ja so ein bisschen die Intuition. Ne? Und hier habe ich jetzt tatsächlich, weiß ich, 40 Minuten reingeguckt und was natürlich wieder viel zu lange ist, ja, macht überhaupt keinen Sinn. Aber, naja, man macht sich so seine Gedanken, was Schwarz spielen kann und wie die Stellungsbilder, die da rauskommen können und so weiter. Ich habe mich am Ende für Dame F3 entschieden. Hab noch überlegt, also wenn ich hier auf C6 schlage, dann Turm C1, jetzt droht wieder sowas wie Läufer C7. Ja? Also ich musste jetzt natürlich meinen Läufer hier selber decken, deswegen Turm C1. Dame A5 deckt das hier und ich krieg diesen Läufer nicht so richtig dahin. Es ist ja irgendwie zum Mäusemelken. Könnte überlegen, ich hatte zwischendurch mal überlegt, Läufer F3, um vielleicht diese zwei Läufer hier hinzustellen. Hat natürlich das Risiko, erstens der A-Bauer natürlich auch potenziell weg. Der D-Bauer ist, naja, auch potenziell schwach. So wirklich viel habe ich von meinem Läuferpaar dann nicht mehr, wenn alle Bauern getauscht sind. Und das gleiche gilt auch für D5, hier diesen Bauern auflösen, ja. Vielleicht sogar mit Damentausch. Also wirklich viel ist es nicht. Ne? Das sollte alles im ausgeglichenen Bereich sein. Ja, dachte ich mir, das ist ein bisschen dünn. Das kann nicht sein. Und ich habe mich dann am Ende des Tages für Dame F3 entschieden. Die erste Idee ist, wenn Schwarz hier nicht auf C3 nimmt, habe ich natürlich auch immer noch Dame C6 Geschichten. Was dann meinen Bauern deckt und auch wieder Läufer C7 vorbereitet, ja, und so weiter. Ich wollte aber auch potenziell vielleicht mit der Dame nach G3 gehen. Und im Zusammenspiel mit dem Läufer habe ich dann sowohl Läufer H6 Ideen, als auch Läufer C7 Ideen. Und dachte ich mir, vielleicht geht da irgendwas. Ich habe nichts Konkretes gesehen, sprich, ich habe immer ausreichend gute Züge für Schwarz auch gesehen, da ich mir sicher war, dass ich keinen extrem großen Vorteil habe. Aber gut, irgendwann muss man ja irgendwas spielen. Und mein Gegner, also er hätte
Man könnte jetzt zum Beispiel C5 spielen, um die Schwäche aufzulösen. Oder E5. Und E5 hat er gemacht in der Partie. E5 hat den Vorteil, dass diese Diagonale unterbrochen wird. Ja, und ein Tempo hier auf meinen Läufer hat. Und hier habe ich ein bisschen überlegt. Und jetzt müssen wir einen ganz kleinen Schwenk machen. Es steht mittlerweile 3:2 für uns. Also hier 3:2 und liefen noch 3 Bretter. Oder stand es noch 3:1 für uns? 2 spielte noch. Spielt keine Rolle. Auf jeden Fall dachte ich mir, wir führen 3:1. Und ich habe auch selber nicht hundertprozentig gesehen, wie ich hier irgendwie in Vorteil kommen kann, so richtig klar und eindeutig zumindest nicht. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, dann nehme ich die relativ sichere Variante, dass auf jeden Fall, dass ich nicht in Nachteil gerate. Dann haben wir den, habe ich schon mal einen halben, in Anführungsstrichen, sicher. Vielleicht geht noch mehr, mal gucken. Aber so aus Mannschaftssicht, ja, jeder halbe könnte natürlich wichtig sein. Ich hatte hier kurz überlegt, ob ich mit Läufer G3 diesen Bauern auf dem Brett halte, oder respektive diesen Läufer auf dem Brett halte. Ja, den kann ich ja vielleicht mit Turm D1 decken. Und wenn jetzt hier solche Geschichten kommen, hier einen Freibauern auf dem Brett lassen, den Läufer kann ich hier hinstellen, dann einen Turm dahinter stellen, den problemlos decken. Ja. Vielleicht geht der Bauer nochmal irgendwann noch einen Schritt weiter oder so. Also man hält sich ein bisschen Potenzial über für Vorteilsspielen. Aber letzten Endes ist natürlich der D4 genauso schwach wie der C6 hier. Ne? Durch solche Geschichten hier. Deswegen, aber, und das Läuferpaar ist wahrscheinlich eher so symbolischer Wert hier. So, wir gehen wieder zurück zur Partie. Und ich habe mich dann entschlossen und entschieden dazu, die sichere Variante zu spielen und habe mit dem Läufer geschlagen. Jetzt ist mein Läuferpaar weg, das ist richtig, aber ich gewinne immerhin auf C6 einen Bauern. Und jetzt haben wir ungleichfarbige Läufer. Und jetzt wird es natürlich so ein bisschen tricky. Ungleichfarbige Läufer, im Mittelspiel heißt das noch überhaupt nicht. Im Gegenteil. Jetzt geht es halt darum, wer kann seinen Läufer irgendwie besser postieren. Ich wollte meinen Läufer nach D5 bringen, um den F7 im Auge zu haben. Ja, von C4 gedeckt zum Beispiel. Er kann seinen Läufer natürlich auf diese Diagonale bringen. Ja, in Verbindung mit einem Turm und so weiter. Oder der Dame. Und es geht halt immer noch darum, ja, wer kriegt seine Puppen besser koordiniert und aktiviert und so weiter. Ich habe einen Bauern mehr, aber mein Gegner am Zug kriegt dafür den Turm auf die zweite Reihe. Das ist natürlich schon mal ein guter Anfang, um mit einer gewissen Aktivität am Ausgleich zu arbeiten. Ich habe hier noch etwa 8 Minuten Rest, aber wir haben ja auch 30 Sekunden Aufschlag, das ist ja nicht das Problem. Und die Stellung ist jetzt gefühlt nicht so kompliziert, dass man hier extremst in Zeitnot ist und gar keinen Zügel mehr findet. Ne? Trotzdem, ganz so einfach, wie es vielleicht scheint, ist es auch nicht. Ich habe erstmal mit C4 mir diesen Stützpunkt für meinen Läufer gesichert. Nur um auf sicher zu gehen, dass ich den Läufer nicht irgendwie mal zwischendurch einstelle oder sowas. Ja? Damit ich auch die D-Linie unterbrechen kann, falls er mit seinem Turm hier irgendwie hinkommen will und verdoppeln will, dann würde ich hier auch den F7 direkt angreifen. Okay, er spielt den Läufer dahin. Und hier, da muss ich sagen, an der Stelle, und da sehen wir mal, wie schnell das geht, deine Variante, in dem Augenblick hier an dieser Stelle, habe ich mit dem Zug Turm F2, den hatte ich überhaupt gar nicht auf dem Schirm. Und das sind so Züge, wenn man dann wirklich nur noch 8 Minuten hat, man wird überrascht von einem Zug. Oh, dann wird es kritisch. Ja? Die Idee ist halt, wenn ich im Turm schlage, dann hängt mein Turm und Schwarz hat einen Bauern erstmal gewonnen. Ja, und wenn ich mit der Dame schlüge, Läufer C5 ist natürlich auch grenzwertig. Und ja, wenn König schlagen, dann hat er auch
immer noch hier diese Schachs. Und jetzt steht der König auf einmal. Auch nicht gut. Ne? Ah, ihr seht, dann wird's ein bisschen grenzwertig und kritisch. Ne? Solche Züge habe ich zum Beispiel, da war der einzige Zug in der Partie, den ich überhaupt in dem Augenblick komplett übersehen habe. Auf Turm F2 hätte ich jetzt hier noch Turm AE1 spielen müssen, in Anführungsstrichen. Und auf dieses Schach mit dem König schlagen. Jetzt habe ich den Bauern auch zurück. Ja, mein König ist ein bisschen offen. Aber ich kriege den Läufer hier hingestellt, habe vielleicht selber noch irgendwie eine. Es ist schon dünn, ne? Der hängt jetzt Gott sei Dank nicht, weil der E7 hängt und so. Aber ja, hier war quasi kurzfristig mal Gefahr. Mein Gegner spielte Läufer C5. Okay, dachte ich mir, jetzt muss ich den Turm erstmal schnell wegziehen, ja, damit der da nicht auf A1 hier immer mal durch diese taktischen Operationen irgendwie hängt. Die Dame geht nach B2. Hier war ich mir relativ sicher, dass Turm F2 hier nicht funktioniert. Klar, mit der Dame kann ich nicht schlagen, weil dann der Läufer mit Schach schlägt. Im Turm kann ich nicht schlagen, weil die Dame dann hier auf F1, auf E1 auch wieder mit Schach, und dann wäre es sogar matt. Ja, gucken wir eben, weil der Turm hier gefesselt ist. Das wäre unangenehm. Aber ich kann halt Dame schlägt E5 spielen. Jetzt gibt er hier auf F3 einen Schach, gibt einen Abzugsschach. Ja, und wenn ich jetzt mit dem König zur Seite gehen müsste, wäre F1 matt. Aber ich kann halt die schachgebende Figur noch schlagen. Und dann hätte ich am Ende des Tages einen Läufer mehr. Die Variante habe ich aber kurz lang gesehen. Dame B2, ja, macht nochmal Druck auf den F2, vielleicht auch auf den A2. Und ja, ich dachte mir, naja, der A2, der wird vielleicht nicht ganz so wichtig sein. Wichtig war mir jetzt erstmal die Koordination meiner Figuren, dass ich jetzt hier auch mal einen gewissen Druck drauf habe, dass er seinen Turm die auch noch aktivieren kann. Und hier tatsächlich habe ich den Zug gesehen, und ich hatte jetzt so total gehofft, dass Schwarz hier wirklich auf A2 nehmen würde. Und den nächsten Zug, den habe ich gesehen, den hätte ich auch gespielt, nämlich Turm E8. Ein bisschen diesen Turm hier ablenken von F7. Ja? Jetzt droht natürlich Dame F7 sofort und dann matt und so weiter. Und er kann hier den ja auch nicht so richtig schlagen. Wegen Schach. Matt. Und ja, auf einmal habe ich, dachte ich mir, da habe ich hier bestimmt gute Karten. Er hätte jetzt dann hier auf F2 schlagen müssen. Ja, und jetzt muss ich immer aufpassen. Jetzt kann ich natürlich nicht, jetzt muss ich eben gucken, bin ich in der Variante, ja. Jetzt kann ich natürlich nicht mit dem Turm schlagen, weil dann wieder ähnliche Problematiken hier auf meiner Grundreihe auftauchen, ne, wegen der Fesselung hier. Und mit der Dame kann ich nicht schlagen, weil ja, mit Schach dann hängt. Aber ich könnte hier auf F7 mit Schach schlagen. Und der Turm kann hier nicht schlagen, wegen der Fesselung. Muss also den. Und dann tausche ich den Turm und dann kann ich den spielen, weil jetzt Läufer C5 nicht geht. Ja, ich habe am Ende mindestens aber mal den Läufer, aber wahrscheinlich eher einen ganzen Turm mehr. Ich denke, das wäre jetzt aber super, wenn das klappen würde, ja, wenn mein Gegner jetzt hier auf A2 nähme. Aber hat er leider nicht gemacht. Er hat es gesehen, den Braten gerochen und F7 verteidigt. So. Und jetzt war ich mir relativ sicher, Dame F6 ist nicht gut für mich. Dieser Doppelbauer sieht schlimmer aus, als er ist, denn er hat dann immerhin ein Luftloch für seinen König. Ja, und er, ich kriege den Druck von F2 nicht mehr los, ja, oder von A2 und so weiter und so fort. Und ja, hier war jetzt mittlerweile so, dass der Kampf wirklich 3 zu 2 stand. Die anderen beiden Bretter aber extrem grenzwertig standen. Ja, ich denke aber auf Gewinn spielen ist aber hart hier in der Stellung, ne? Und
Ich dachte mir, wenn ich jetzt alternativ wäre, jetzt Turm E2 gewesen, um die zweite Reihe zu verteidigen. Aber jetzt kriegt er natürlich ohne Damen, auch habe ich keinen Druck mehr auf diesen F7. Laufer D5 gehen, ich war mein Turm hängt, ja, und wenn ich den jetzt hier erst tauschen müsste, käme der Turm rein, der wäre natürlich super aktiv. Wie soll ich jemals wieder den Turm aktiviert kriegen? Ne? Wie soll ich Druck auf F7 aufbauen können, während der Turm natürlich hier überall alles angreifen kann? Ne? Und im Zweifelsfall kommt gleich der König noch. Und da wird natürlich nicht mehr viel zu machen sein, dachte ich mir. Naja, und aus diesem Grunde dachte ich mir, jetzt muss ich die praktische Entscheidung treffen. Dann habe ich halt die Dame getauscht. Dieser Doppelbauer, wie gesagt, fand ich gar nicht so schlimm, weil der König rauskommt. Jetzt habe ich meinen Bauern gerettet, in Anführungszeichen, nur für den Fall, ja, man muss ja theoretisch irgendwie Potenzial auf dem Brett halten. Mein Gegner könnte jetzt mit Turm A2 natürlich hinter dem Bauern diesen Bauern holen. Aber er hat besser gespielt, nämlich wichtig in solchen Stellungen ist immer die Aktivität. Und er hat jetzt den Turm, weil jetzt der F7 ja nicht mehr wirklich angegriffen ist. Und ich komme auch nicht nach E7, weil der Läufer noch da steht. Ja, und wenn der andere Turm jetzt nach B2 kommt, dann hängt hier aber irgendwann mal F2. Und ja, aber was soll ich jetzt hier groß machen? Ja? Ich kann jetzt hier nicht mit dem Turm weg. Upsala, Variante. Ich kann hier nicht mit dem Turm weg, weil dann auch immer Turm F2 kommen kann. Und ich kann ja nie schlagen. Ja, diese Fesselungsprobleme, die kennen wir ja schon. Und deswegen dachte ich mir, komm, ich mache ein Luftloch, damit ich wenigstens nicht matt bin und dann gucken wir mal. Jetzt könnte mein Gegner. Ja, und immer noch mit Turm F2 spielen. Turm B2, jetzt muss ich so spielen. Und jetzt bin ich hier aber mal ganz massiv gefesselt. Ja, wenn der König jetzt mal in Anführungsstrichen über die schwarzen Felder bis G3 käme und den F2 angreifen könnte, hätte ich ein Problem. Kann mich auch aber mit G3 und König G2 entfesseln, sodass dass ich am Ende ja, einen Läufer mehr habe. Andererseits, ja, ne, wenn er mit Turm B2 kommt, auch hier wieder eine Variante, dann würde ich mit meinem Turm erstmal aktiv spielen. Ich kann den F2 einfach sowieso nicht behalten. Das habe ich auch gesehen. Aber hier wollte ich eben jetzt aktiv spielen. Jetzt habe ich mal einen aktiven Turm. Ich greife mal diesen Läufer an. Wenn der Läufer nur als Beispiel irgendwie nach B6 ginge, könnte ich vielleicht mal mit C4, C5 diese Diagonale schließen hier, ja, diese gefährliche. Er kann natürlich hier problemlos aber auch jederzeit diesen Bauern mitnehmen. Kann ich nicht verhindern. Aber hier dachte ich mir, jetzt kriege ich vielleicht den Turm auf die siebte Reihe. Dass ich dann doch wieder so ein bisschen Druck auf F7 habe, ja, und da bin ich so ein bisschen in der Initiative. Und denke nicht, dass die Gewinnaussichten extrem groß sind, aber ne, psychologisch ist es natürlich immer angenehm, lieber Initiative haben als nicht haben. Und in der Partie dachte mein Gegner, ja, ich decke erstmal das Feld E7, ja, falls der Läufer, oder das Feld E8 natürlich auch, falls der Läufer mal abgelenkt wird. Ah, und jetzt droht einfach Turm B2 und uiuiui. Und jetzt dachte ich mir, ich muss auf den Bauern verzichten, ich komme nicht drum rum, ich muss meinen Turm aktivieren. Ja, ich muss irgendwie eine Form von Gegenspiel organisieren, den H7 vielleicht gewinnen, ja, damit ich selber mal einen Freibauern bilden kann. Natürlich ist der F2 ist quasi weg, ja, kann ich nicht verhindern. Er verdoppelt hier. Ja, jetzt komme ich hier auch nicht nach E8. Dann habe ich Turm F4 gespielt. Das war die Hauptidee von Turm E4, nämlich von oben, von aktiv, den F2 zu verteidigen. Vielleicht kann ich jetzt mal irgendwie den Turm hier nochmal irgendwie aktivieren. Ja, wohin? Je nachdem, wohin. Erstmal spielt er König G7, deckt den. Und ja, ich mache natürlich einmal eine Zugwiederholung.
ganz klar, um ein bisschen Zeit auf die Uhr zu bringen. Und jetzt habe ich G3 gespielt, um den König nach G2 zu stellen, ja, um im Zweifelsfall auch hier irgendwie rauszukommen. Vielleicht kann ich mal aktiv werden. Außerdem muss ich ja überhaupt irgendwas machen, ja. Und so. Mein Gegner, ja, kommt aber auch nicht so richtig weiter. Er muss den F6 gedeckt halten, er muss den H7 gedeckt halten mit seinem König. Er kann hier auch mal mit dem Turm ziehen, aber er kann schwierig hier auf A4 auf Bauernjagd gehen, weil ich dann vielleicht meinen Turm irgendwie mal aktiviert bekomme, ja, hier auf die siebte Reihe oder ja, wie auch immer geartet, ja, oder vielleicht hier über die B-Linie wahrscheinlich, so war es, genau. Ja, also hat er jetzt auch erstmal wieder hin und her gezogen. König G2, Läufer C5. Und ich habe Turm F5 gespielt. Die Idee, ja, komm mal hier, vielleicht kann ich ja mal mit Läufer F7 den Läufer, diese ungleichfarbigen Läufer tauschen und in irgendeine Form von Turm ins Spiel überleiten. Weil, ja, wenn der Läufer auf dem Brett ist, ich kriege natürlich den Druck hier gegen F2 nie wieder abgeschüttelt, so richtig. Es kam Läufer B6 und mittlerweile kommt mein Gegner auch so ganz allmählich in Zeitnot. Was auch an den anderen Brettern passierte, konnte ich jetzt überhaupt nicht verfolgen. Ich bin jetzt hier im 34. Zug. Ich muss jetzt erstmal meine Partie zu Ende spielen bis zum 40. Und habe hier mit A4, A5 diesen Läufer angegriffen. Und gesagt, ja, komm hier, schlag doch auf A5. Dann bist du hier auf dieser Linie. Und ich kann mit Läufer F7 meinen Bauern zurückbekommen. Jetzt ist ja, wenn der Läufer jetzt nach D5 kommt, jetzt ist die siebte Reihe natürlich auch noch offener, sprich der König könnte auch offen werden. Und mein Gegner hat hier auf F7 geschlagen und im ersten Augenblick dachte ich, oh, das ist aber riskant. Jetzt schlage ich nämlich auf A5, kriege ein Tempo auf A7. Ja, er kann ja jetzt hier nicht passiv spielen, ja, das wäre ja völliger Wahnsinn. Aber er hat gut gespielt. Er hat hier Turm D nach C2 gespielt. Ich schlage auf A7 mit Schach, König G6. Jetzt habe ich erstmal zwei Bauern mehr. Auf den ersten Blick. Aber wir schauen mal, der C4 ist in Gefahr. Und der ist in großer Gefahr. Ich habe den mit Turm A4 am Ende des Tages gedeckt. Kurze Variante, wenn ich den mit von vorne decke, kann er zum Beispiel immer mit Turm B4 oder von der Seite angegriffen werden. Ja, und selbst wenn ich den vorziehe, kommt der nächste Turm. Irgendwann komme ich halt nicht mehr vorwärts. Ja, und dann ist der Bauer halt weg. Und wenn ich den Turm tausche, habe ich einen Bauern mehr in dem Turmenspiel. Und das hier ist 100% Remis oder ausgeglichen. Ja. Aber wir haben ja schon so manches Pferd vor der Apotheke, das kennen wir. Gerade auch, weil es Mannschaftskampf ist, hätte ich hier bis zum bitteren Ende quasi spielen müssen und mich selber quälen müssen. Ne? Mit wahrscheinlich 0,0 Gewinnaussichten. Aber gut, für einen Mannschaftskampf macht man ja alles. Ne? Aber dass mir halt erst nochmal mit Turm A4 diesen Bauern auf dem Brett, den kann ich ja immer nochmal abgeben später. Mal erstmal gucken, was passiert bis zum 40. Zug. Mein Gegner spielt Turm B3, möchte jetzt hier hintergehen. Ich tausche mal eine Aktivierung an. Wenn ich den Turm jetzt hier hinkriegen würde und nach F4 kriegen würde, dass ich F4, F2 decke, dann vielleicht mal hier die sechste Reihe angreifen kann, ja, meine Figuren koordinieren, aktivieren kann, dann würde ich wieder mitspielen. Aber er spielt natürlich Turm B2. Ja, und jetzt kriege ich diesen F2 einfach nicht gedeckt, außer mit Turm F1. Und so, jetzt haben wir den 40. Zug erreicht. Und mein Gegner bietet mir Remis an. Und naja, 40. Zug erreicht bedeutet, jetzt kriegen wir wieder 50 Minuten Aufschlag. Und vor allem musste ich jetzt erstmal eben kurz eine frische Luft, ja, mal eben durchatmen, Pause machen, mich erholen. Und konnte dann bei der Gelegenheit natürlich auch gucken, wie stehen die anderen beiden. Und sehr überraschend, ein Brett konnte ein Remis erreichen. Und ich denke, oh, das ist gut. Wir führen jetzt vier. Nee, was haben wir denn jetzt? 3,5 zu 2,5 führen wir, genau. Und ich habe ja das Remis, mein Gegner bot mir hier Remis an. Wir haben also theoretisch den vierten Punkt und damit den Mannschaftspunkt, den ersten schon sicher.
Aber ich dachte mir, ja, ich muss hier einfach noch ein bisschen weiterspielen, weil unser achtes Brett, der auch noch spielte, was achtes? Fünftes Brett, Entschuldigung, stand einfach mit dem Bauern weniger im Springer im Spiel. War auf einem Flügel und bietet definitiv Remis-Aussichten, aber das wird man aus gegnerischer Sicht irgendwie 500 Züge spielen können und probieren und kneten können. Und wenn es nicht klappt, ist es halt immer noch Remis. Naja, auf jeden Fall, ich habe dann jetzt so eine Viertelstunde Pause gemacht, Luft geholt, ein bisschen mit den Leuten gequatscht, waren sehr nette Leute in Reda. Und ja, dann ging ich halt wieder rein, wollte weiterspielen und sagte zu meinem Gegner auch, ja, ich werde wohl ein bisschen weiterspielen müssen, weil, ne, das muss ja warten, was auf dem anderen Brett passiert. Ne? Ja, dachte, ist klar. Und setze mich so hin, habe mir überlegt, spiele ich jetzt H4 oder spiele ich G4 oder whatever. Und auf einmal ist hinter mir ein bisschen quack, 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 quack. Da ist tatsächlich das, ja, der Gegner von unserem fünften Brett hatte in seiner Partie mit mehr Bauern ein Remis angeboten, seinem Gegner. Und unser Mann hat natürlich sofort angenommen. Damit steht es 4 zu 3 für uns. Und da ich noch keinen Zug gemacht hatte, ich habe zwar gesagt, ich möchte weiterspielen, aber solange ich noch keinen Zug gemacht habe, ist das völlig uninteressant. Das Remis-Angebot steht noch. Und dann habe ich natürlich sofort gesagt, jo, dann mache ich auch Remis. Weil dadurch war der Mannschaftssieg gesichert. Ja? Viereinhalb, dreieinhalb gewonnen. Dass ich jetzt hier 5 DBZ-Punkte verliere oder so weiter, ist völlig egal. Geht um Mannschaftskämpfe. Da muss man andere Prioritäten setzen. Ja, also 4,5 gewonnen, spannender Kampf. Und ich denke, also vom Gefühl her war die Partie relativ ausgeglichen. Und jetzt gucken wir uns aber nochmal zum Abschluss an, ob die Engine der gleichen Meinung ist. So, ihr seht die Bewertung hier über mir irgendwo, 0,2. Aber ja, achtet mal auf die Ausschläge. Und wir spielen einfach mal im Schnellverfahren durch. Hier Theorie ist noch alles soweit. Braucht man nicht groß gucken. Oh, 0,4. Jetzt kriege ich einen Vorteil. Ne, 0,0. Dame F3, guter Zug. E5. Oh, hier kriege ich. Ja, mit Läufer G3, einen kleinen Vorteil. Okay. Aber ja. Hier nach. Das ist ziemlich. Das sieht nicht gut aus. Ah, dann kriege ich jetzt ein gutes Turm ins Spiel. Mal gucken. Leicht besser. 0,4, dafür, dass ich zwei mehr Bauern habe, ist 0,4 ein bisschen wenig. Ja? Und ich kriege diesen einen Bauern nicht behalten. Ja, 0,5, das ist aber mehr so ein theoretischer Vorteil. Also ihr seht, die Partie war mehr oder weniger alle 40 Züge komplett durchgehend ausgeglichen. Ja? Da war nichts zu holen, hat mein Gegner gut gespielt. Und deswegen ist am Ende des Tages der Mannschaftssieg für uns dann das Hauptwichtigste sozusagen. Die 2 Punkte, die haben wir. Alles klar, Freunde. Wer den Algorithmus füttern will, kann gerne mal seine Lieblingsfarbe schreiben. Ja? Ansonsten, ja, wenn noch Fragen sind, wisst ihr. Einfach in den Kommentar. Also, bis dahin. Tschüss. Und wer noch mehr zu diesem Thema wissen will, der schaut sich gerne links dieses Video an. Oder schaut sich ansonsten einfach noch weiter auf meinem Kanal um. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.